7. April 2007. Der Bau beginnt. Die Andrehfeier der Tunnelbohrmaschine für den Erkundungsstollenabschnitt auf italienischer Seite von Eicher nach Mauls gilt als Startschuss für das Großprojekt. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten am Zufahrtstunnel von Mauls. Am 4. Dezember 2009 beginnen die Vortriebsarbeiten in Österreich. Dabei wird zuerst der Erkundungsstollenabschnitt von der Silschlucht Richtung Brenner in Angriff genommen. 6 Monate später starten die Arbeiten am Zufahrtstunnel Arntal. 3. November 2010. Die Tunnelbohrmaschine durchbricht die letzten Meter Gestein in Mauls. 11 Kilometer des Erkundungsstollens sind fertig. Im März 2011 beginnen die Arbeiten am Baulos Wolf bei Steinach am Brenner. Als vorbereitende Maßnahmen werden die beiden Logistiktunnel Sachsener Tunnel und Padaster Tunnel gebaut. Und die größte Deponie für das Ausbruchmaterial wird im Padastertal vorbereitet. Im Oktober 2011 treffen die Bauarbeiten in Mauls auf eine der größten geologischen Besonderheiten der Alpen, die periadriatische Störzone. Neues Baulos, neue Herausforderungen. September 2014. Weitere 38 Tunnelkilometer stehen an. Das bisher größte Baulos Tulfes-Pfons beginnt. Einen Monat später starten südlich des Brenners die vorbereitenden Arbeiten an der Eisack-Unterquerung in der Nähe von Franzensfeste. Am 19. März 2015 wird schließlich auf österreichischer Seite in Anwesenheit der EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc und den Verkehrsministern der 7 Alpenländer der Vortrieb der Haupttunnelröhren des Brenner Basistunnels eingeleitet. Einige hundert Meter tief unter der Erdoberfläche zwischen Patsch und Igls.